Hallo, da sind wir wieder mit einem gelungenen dritten Versuch, der jetzt online zum ersten Mal ertönt. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over John, what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Es hat sich bei Süßer die Glocken, die klingt schon als Erfolgsrezept herausgestellt. Aaron, mach die dicken Backen. Eins, zwei. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Wir machen nach der nächsten Strophe, machen wir wieder die großen Gesten für große Festivals. Also hier so swing low und dann so voll ins Publikum zeigen. Dann da kannst du wieder peinliche Bilder reinschneiden. Also zum Mitsingen dann. If you are there, before I do, coming for to carry me home. Just tell my friends that I'm coming too. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low. Sweet chariot, coming for to carry me home. Deutschland! Das war super! Es ist auch richtig super, ey! And sometimes up, and sometimes down, coming for to carry me home. But still my soul feels heavenly bound, coming for to carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Für die heutige Ausgabe von Klamauk und Firlefanz mit und von Nobody Knows habe ich eine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Und man kennt das früher aus dem Deutschunterricht, jedenfalls war das bei mir so, dass wenn in einer Geschichte mehrere Protagonisten gehandelt haben, dass man diese Protagonisten dargestellt hat mit entsprechender Stimmlage und die wörtliche Rede dann simuliert hat. Es gibt in dieser Geschichte drei Personen. Das ist die Mutter Erika, das wird Fred übernehmen, eine etwas hysterische Frau, einen großen, dicken, bärtigen Mann, das wird natürlich Max übernehmen, weil er dem am nächsten kommt, wegen des Bartes. Wie heißt und der? Der hat keinen Namen. Und es gibt einen kleinen Sohn, den wird Aaron übernehmen. Am Weihnachtstisch. Auf dem Tisch in der Mitte dort, an diesem sonst noch leeren Ort, liegt ein grüner Tannenkranz. Mit vier hellen Kerzen im vollen Glanz. Die Familie will zum Weihnachtsschmaus dieses Jahr nicht aus dem Haus. Daher gibt's die Ente satt von der Mutter Erika anstatt.
Die Ente, die im Ofen liegt, sich allmählich schon nach oben biegt, lässt die Augen Erikas leuchten und auch ein wenig anfeuchten. Drum sagt sie etwas sonderbar. Heute gibt's Ente, wunderbar. Das Gericht hat keine Eile. Drum ruft sie laut. Das Gericht hat keine Eile. Drum ruft sie laut. Langeweile! Sodass Vater und Sohn es vernehmen und sich auf die Couch bequemen. Der Vater, der den Sohn erblickt, ihn prompt in die Küche schickt, spricht vor lauter Erschrecken. Ey, du musst bei der Mama mal was mithelfen und entdecken. In die Küche er widerwillig stolziert, während Mama die Gläser grad poliert. Der Sohn, der eben noch gesessen, nervt die Mutter. Oh ey, wann gibt's was zu essen? Die Mutter entgegnet etwas wirr. Ich polier grad das Geschirr. Erika bringt sogleich die Soßentassen. Doch oh weh, zu schnell hat sie sie losgelassen, sodass die Soße nun ziert den Tische. Vater eilt mit Lappen zum Sohn. Ey Mutter, du riechst untenrum wie Fische. Während die Familie am Wischen ist, sie den Braten ganz und gar vergisst. Der Sohn, von Hunger noch besessen, fragt die Eltern, oh, wann gibt's denn was zu essen? Da tritt schon Qualme aus der Küche raus. Erika plärrt entsetzt. Oh, raus! Der Vater hat's erkannt. Der Bratengestank hat mich übermannt. Sie darf noch einmal fliegen, denn im Müll muss die Ente nun liegen. Der Sohn merkt an, währenddessen. Ich glaub, ich krieg heute nicht mehr zu essen. So wird der Kühlschrank schnell bemüht und Dosensuppe aufgebrüht. Auf dem Küchenboden sitzt man nun gar und ganz und stellt in die Mitte den leuchtenden Kranz. Die Familie lernt so vollkommen, sie hat sich wohl übernommen. Zur Weihnacht soll man sich nicht stressen, aber jetzt gibt's erstmal Essen.